Sind wir wieder im Freispielmodus? Und machen hier schon Dino Shenanigans in der Jurassic World. So, da würde mich jetzt primär mal interessieren, was wir bisher für Blödsinn bauen können mit Dinosaurier bauen. Oh ja. Da müssen wir, glaube ich, hier die Pseudopyramide da. Genau. Schätze ich mal. Das war hier Sea Life and Created Creation Lab. Hä? Was? Wo? Rein? Ich glaube ja. Ah. Ach, hier der Hologramm-Dingens da auch. Das Kind ist Griffin, wird gebeten, sich am nächsten Infostand einzufinden. Ah, das sind die Mini-Kids. Ah, cool. Okay, jetzt bauen wir die Creation Lab. Ah. Bin schon da. Wo muss ich hin? Jurassic World Dinosaurier-Bearbeiter. So, eigene Tyrannosaurus, eigene Triceratops. Also, T-Rex. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh, ach, hier. Ah, jetzt. Ach, ey. Alter! Ich gebe mir mal spaßeshalber irgendeinen Code ein, ey. Nee. Zurücksetzen. Eigene Tyrannosaurus-Rings. Nein! Alter, das hast du jetzt verrafft. Moment. Ja. Kopf. Ceratops. Oder T-Rex. Machen wir T-Rex Kopf. Ah, okay. Okay. Kopf Triceratops passt. Ah. Körper Stego oder T-Rex Stego passt. Ah. Schweif Dimorphodon. Ja, genau. Stego oder T-Rex Stego. Yeah. Ich hätte noch den mit der Kugel sonst gesagt. Ein silberner. Aber ich call Bullshit, dass da nur ein Terminal dafür da ist. Kannst du da nicht ran? Nee. Zumindest weiß ich nicht wie. Okay. Ein rosa. Nein. Blau. Ach, jetzt kann ich die zweite Farbe auch auswählen. Schwarz. Oh, dann. Ich will mir hier einen Jurassic Park dafür. Das wäre auch bekloppt. Ach, und Muster auch noch. Sternchenmuster. Komm, Sternchen. Nice. Aber es ist wiederum nettes, ich sehe live, was du da machst. Jetzt eskalieren wir mit dem mal ein bisschen rum. Und deshalb schau ich mir mal an, was hier eigentlich geht. Aber
Und dann würde ich sagen, gehen wir mal schön in den in die Level, um dann mal frei zu spielen. Alles. Ja. Ich glaube, da muss man an so ein Groß-Dino-Terminal. Ah, hier ist eins. Denken Sie daran, dass die Gyrosphären keine Autoscooter sind. Nee, ist ein Autowagen. Wie kommst du da... Ah, so, okay, so nah bin ich auch schon, okay. Ich wollte gerade fragen, wie kommst du da so nah ran, aber... Das ist ja in dem Fall nichts Ungewöhnliches. Und wo ist so ein Dino-Terminal? Hier oben vielleicht. Ja, da. Wenn das ein kranker Dino. Ja, okay. Ja, das ist Story. Ernsthaft, Leute, das hätte ich dir etwas übersichtlicher machen können. Monorail! Aber sie haben schon dazugelernt, dass es nicht der komplette Bild bedeckt wird, wenn einer... Ja. So. Ach, oder habe ich das noch nicht freigeschaltet, dass ich mit dem spielen darf? Hm, sind nur Pachy und Dings. Ja. Muss man das vielleicht noch freispielen? Ja, ja, ja. Na gut. Ja, dann. Ja, war aber auch klar. Ja, so. War es klar? So. Also Monorail into Jurassic Park. Ich denke mal, wir fangen von vorne nochmal an. Ja, ja, Logan. Logan, Alter. Ja, die X-Men sind auch im Lego-Universum. Ja, yeah. Ich finde es ja so schade, dass sie irgendwie nicht noch mehr Franchises in Lego The Movie eingebaut haben. Ja, wie lange hätte der Film gehen sollen? Ja. Ja. Sie hätten Dings draus machen können. Serie. Serie. Ah, gibt es jetzt wieder auf Netflix eine neue Serie von Lego, die aber irgendwie nicht richtig Lego ist. Ach, wieder Auto? Kauf mal den Chiro. Chiro? Da ist er. 50.000, ja. Ja, das ist ja nix. Das kriegen wir allein dadurch wieder rein, wenn wir zum Level rollen, würde ich sagen. Ja. Dann kommen wir auf fast 2 Millionen da. Wozu etwas haben, wenn man es nicht benutzt? Eben. Ja, das ist die wahre Verschwendung. Auf etwas sitzen bleiben. Ja, ja, das ist ja auch, wie hat Dings gesagt, das ist die größte Angst des Deutschen. Er stirbt aus und es ist noch Rente übrig. Ja. Ja, Pispas. Ja, genau. Auch sehr amüsant, der Mann, wenn er nicht die Wahrheit sagen würde. Er schafft es halt, die Wahrheit lustig rüberzubringen. Es ist nur das traurig. Ist eine Kunst, ist das. Ja. Ja, aber das ist halt genau das, was ich meinte hier, so. Wo du mich mal so zusammengeschissen hast.
Ich kann die Wahrheit hier im Stream sagen, solange ich will. Die glauben alle, ich mein's lustig und gut ist. Ich kann die jetzt alle als egomanische Pisser bezeichnen und sagen, na, ist der lustig. Ja, genau. Der Pfeil. Ja. Ich hab meine Kugel kaputt gemacht. Oh. Aber es macht nicht, weil ich hier sowieso gerade gesehen habe. Ich kann hier was abschießen. Ach, die Lochwurte braucht man auch für solche Objekte ganz dringend. Ja, du, wie kommen wir zum ersten Level, ist die Frage. Ich brauche jetzt erstmal einen mit einer Waffe. Ah. Jetzt noch die Frage, wie man da rankommt. Mit dem großen Saurier. Wo bist du eigentlich? Beim Bronto. Brachio. Ah, ich hätte da jede Menge Stats auch noch. Oh, da wäre ich fast baden gegangen. Das ist natürlich geil, dass man durch den alten Jurassic Park mit den Gyrosphären fahren kann. Auch nur junger Stegosaurus. Ja eben, ich glaube die großen sind nur in diesem Terminal zu kriegen, wie Fahrzeuge halt. Müssen wir noch rausfinden, welches das passende Symbol dafür ist. Ja. Oder uns dann merken, wo die stehen. Ja. Schon mal, wo eine wo ein goldener Stein ist nachher. Ja. Ah, oder das finde ich tatsächlich lieber so ein Terminal, dass das präziser ist als ein als eine Karte. Ja, das sieht so aus. Nee. Egal. I'm confuzzled. Wer braucht Autos, wenn man Dinos hat? Jemand, der eine Dino-Allergie hat. So, jetzt machen wir erstmal Besucherzentrum. Geschichte, freies Spiel. Flucht aus der Küche, Schaltung Hauptkorridor. Ja, gucken wir erstmal, wo wir die Bernsteine nicht haben und die machen wir. Prolog. Freies Spiel. Raptorentransport. Ja, geht doch. So. Achso, Das sieht man ja, da man bekommt ja eh alle Charaktere, die alles können, automatisch. Ja, eben. Dann mache ich einfach mal Grant und dann sehen wir ja, weiter. Ja, genau. Siehste. Ah, siehst du unten Triceratops auch noch für die harten Sachen. Ja, geil. Nach unten, um Neues zu entdecken. Und jetzt? Da ist der Boden. Nein, da. In Dominus Rex ist der erste genetisch modifizierte. Falsch. Das war nicht der erste. Der hat ja gesagt, die haben von Anfang an Frösche mit rein. Ja, aber das ist der erste, der total eskaliert ist. Also der erste aus zwei Dinosauriern, ja. Wenn mal zwei reichen. Huch. Hä? Der Mikro? Ach, ich finde das so episch, dass er sein Wassertropfen-Experiment macht. Wie macht er? Wenn du kurz wartest, ja, dann... Ja, ich eile mal gerade. Ja, genau.